Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich fürchte, ich habe mir ein paar Läuse eingefangen. Andererseits macht das auch gar nichts. Bauen wir doch heute einfach eine Nissenhütte. Neben den üblichen Werkzeugen benötigen wir heute Aquarellpapier oder gleichwertiges dickeres Papier, Kaffeerührstäbchen oder eine Holzleiste, dicke Pappe für die Base, Wellpappe, Strohdurreste und durchsichtiges Verpackungsmaterial. Im ersten Schritt schnappen wir uns erstmal die Wellpappe und schneiden die soweit zurecht. Für den 28 mm Maßstab brauchen wir ein Quadrat von ungefähr 20 x 20 cm Größe. Wenn ihr in einem anderen Maßstab eine Nissenhütte bauen möchtet, dann solltet ihr das dementsprechend umrechnen. Die Pappe ist stark gerollt und das leider auch noch in die falsche Richtung. Deswegen nehme ich mir jetzt hier so eine leere Flasche und ein paar Gummibänder und werde das Ganze erst einmal umformen. So lasse ich das Ganze erst einmal liegen, bis die Pappe die neue Form angenommen hat. In der Zwischenzeit kann ich schon mal mehrere Pappstreifen a 12 cm schneiden. Da werde ich jeweils am Ende 1 cm umknicken, um das später als Klebefläche zu verwenden. Um den Zentimeter Pappstreifen am Ende leichter knicken zu können, können wir den vorher mit einem spitzen, aber nicht scharfen Gegenstand einmal einritzen. Wenn die Wellpappe dann in die richtige Richtung gebogen ist, dann nehme ich mir ein paar dieser Pappstreifen und klebe die unten fest. Für die beiden Seitenteile nehme ich mir dann hier so eine Strohdurplatte, die ist etwa 1 cm dick. Dazu nehme ich mir die Wellpappe als Schablone, zeichne das an, dann nehme ich mir ein Messer und schneide das Ganze aus. In die fertigen Seitenteile muss ich dann noch Tür und Fenster schnitzen. Die Türen mache ich ungefähr 3 cm hoch und 2 cm breit, die Fenster jeweils etwa 2 x 2 cm. Wenn ich die Seitenteile soweit ausgeschnitten habe, dann nehme ich mir meinen Kugelschreiber und ein Lineal und werde das Steinmuster einritzen. Es gab früher bei diesen Nissenhäusern sehr viele verschiedene Seitenteile. Manche haben es auch aus Wellblech gemacht oder aus Holz. Eurer Fantasie ist also auch hier kaum eine Grenze gesetzt. Ich habe mich nur für so einen Verblendstein entschieden, um ein wenig Abwechslung reinzukriegen. Wenn ich die Steine soweit eingeritzt habe, dann brauche ich als nächstes ein paar Fenster. Dazu werde ich mir erstmal auf Pappe ein paar Quadrate einzeichnen mit einer Grundfläche von 2 x 2 cm und später noch ein Fensterkreuz dazu. Wenn ich so ein Fenster aufgezeichnet habe, dann nehme ich mir ein Messer und schneide das, wo später die Glasscheiben drin sind, aus. Wenn ich die Fenster dann soweit vorbereitet habe, dann schnappe ich mir so ein durchsichtiges Plastik, das ist aus Verpackungsmaterial, zum Beispiel von einem Blister, und schneide da ebenfalls 2 x 2 cm große Quadrate aus. Da man auf diesem Plastik schlecht malen kann, werde ich meine Schneidematte zur Hilfe nehmen. Da sind so quadratische Kästchen von je einmal 1 cm drauf und werde dann einfach diese Kästchen, die ich später dann ausschneiden möchte, mit einem Messer vorritzen, bevor ich sie ausschneide. Diese Plastikquadrate nehme ich mir jetzt und klebe sie von hinten an die Fenster. Wenn der Leim dann soweit angetrocknet ist, dann zeichne ich um die Fenster herum noch Klebeflächen und schneide das Ganze einmal aus. Dann knicken wir die Klebeflächen um, beschmieren das Ganze vorsichtig mit Klebe und kleben die in die Seitenteile ein. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Tür. Da nehme ich mir wieder mal so ein Kaffeerührstäbchen für. Die wird genauso groß wie die Öffnung natürlich werden, also 3 x 2 cm groß. Und die schneide ich mir jetzt zurecht. Wenn die Fenster dann einigermaßen fest sind, dann kann ich die Seitenteile ankleben. Dazu trage ich Leim außenrum auf, halte das an die Pappe ran und nehme dann zur Fixierung ein Gummiband, damit ich das nicht so lange festhalten muss.
kommen wir jetzt zum letzten Schritt vor der Bemalung. Ich habe mir wieder für den Kantenschutz des Modells ein kleines Base aus Pappe ausgeschnitten. Das werde ich jetzt mit Holzleim einstreichen, das Modell draufkleben und außenrum noch Sand streuen. Für die Bemalung brauchen wir wieder verschiedene Farben. Aufgrund der Größe des Gebäudes, was wir bauen, würde ich empfehlen, dort Abtönfarbe zu nehmen und nicht unbedingt die Modellfarbe. Und wer mag, kann das Ganze danach noch mit Base-Verzierung gestalten. Wenn der Leim dann soweit getrocknet ist, dann geht es wieder ans Grundieren. Dafür nehme ich mir wie immer meine schwarze Abtönfarbe. Wenn das Gebäude dann soweit grundiert ist, dann nehme ich mir hier im nächsten Schritt so ein Ziegelrot. Damit werde ich die Seitenteile erst einmal anmalen. Wer in der Stadt mal geguckt hat, es gibt diverse verschiedene Farben von Stein, insofern sucht euch da irgendwas aus, was euch gefällt. Während das Ziegelrot trocknet, nehme ich mir schon mal die nächste Farbe. Die Hütten sind zwar einfachste Bauweise, das heißt aber nicht, dass sie die früher nicht auch ein bisschen angemalt haben. Ich habe mich jetzt hier für ein Grün entschieden. Ich werde das nicht ganz so dick auftragen, sondern so, dass das Schwarz ein bisschen durchschimmert und sieht das Ganze ein bisschen realistischer aus. Die Farbe für den Stein ist dann jetzt trocken. Da habe ich mir dann hier so ein bisschen Schwarz mit ganz viel Wasser gemischt und damit werde ich jetzt noch einmal großflächig darüber gehen. Die Trocknungszeit des selbst angerührten Wasches kann ich dann dazu nutzen, die Türen und die Fensterrahmen schon mal braun zu malen. Das Dach kann noch ein klein bisschen Farbe gebrauchen. Da habe ich mir das Grün genommen und einen kleinen Schuss Weiß reingemischt und bürste das jetzt nochmal vorsichtig über. Bei den Steinen verfahre ich auf die gleiche Art und Weise. Da habe ich mir das Ziegelrot genommen und ein bisschen Weiß reingemischt. Und da bürste ich jetzt nur noch mal ganz schwach oben drüber. Kommen wir nun zu unserem letzten Bemalschritt. Da kümmern wir uns wieder um das Base. Da nehme ich wieder meine üblichen zwei Brauntöne, fange mit dem dunkleren Braun an und bürste danach nochmal mit dem helleren Braun drüber. Im letzten Schritt schnappe ich mir wieder mein elektrostatisches Gras. Damit kann ich hervorragend Stellen verdecken, die etwas unsauber gearbeitet sind, aber auch sonst kann man sein Base damit ganz gut verzieren. Und somit wäre auch dieses Geländestück spielbereit. So, das war's leider schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Habt ihr auch schon mal Läuse gehabt? Dann lasst mich das wissen. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.